Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Mass Effect 3. Ja, das Kriegsthermal muss ich mir jetzt nicht mehr angucken. Zur letzten Folge dieses gigantischen Epos. Das Ende von Cerberus. Das Ende des Universums. Sie haben bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin Trainer. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Noch am Leben von Grace Sato. Commander Shepard, ich wollte nur sagen, dass ich tief in ihrer Schuld stehe. Nicht nur, weil sie mein Leben gerettet haben, sondern auch, weil sie mir einen neuen Sinn aufgezeigt haben. Nach unserer Tortur bei der Sicherung der Basis auf Ontarom weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloßes technisches Fachwissen. Wir reden noch einmal mit der gesamten Crew. Mit jedem Einzelnen hier. Und dann geht es ab. Auf die Erde. Cerberus dürfte jetzt. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Niles. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Es war mir eine Ehre, auf der Normandy dienen zu dürfen. Und eine Ehre, mit diesem Team dienen zu dürfen. Und fassbar. Ich füttere noch ein letztes Mal die Fische. Das ist gerade ein richtig... Ach du Scheiße, Moment. Eigentlich so... Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Stargate Universe gesehen hat. Dieser Moment am Ende der zweiten Staffel. Also quasi am Ende der Sendung. Wo nochmal alle Leute, nochmal das ganze Schiff gezeigt wird. Wie langsam die Lichter ausgehen. Genauso ist das gerade. Es ist das Ende. Nur, dass bei uns nicht die Lichter aufgehen, sondern ein neues Licht über das die Galaxis erscheinen wird. Cerberus ist endgültig Geschichte. Ich will nicht wieder davon anfangen, aber...
Ich bin froh, dass Sie daran aktiv beteiligt waren. Es fühlte sich richtig an. Verstehen Sie? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ende von Cerberus noch erlebe. Umso besser. Wir haben dort viel Gutes getan. Commander? Shepard. Ach du Scheiße. Es wird mit jedem Gespräch dramatischer. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Ihnen auch. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich, dass das jetzt zu Ende geht. Danke für das Datenpaket. Die Ergebnisse finden Sie im Informationsnetzwerk, Termin. Ach Gott. Kraftschaden. Aufladetempo. Ladenrabatt wird uns jetzt auch nichts mehr bringen. So, nochmal Kraftschaden. Mhm. Löff, bitte als eine Liste möglicher Buchtitel ablegen. Wenn das alles vorbei ist, möchte ich veröffentlichen, was wir über die Proteane erfahren haben. Aha. Lest euch das durch, ich will jetzt nicht zu lange Texte reden. Oh, aber die E-Mail an Miranda Lawson schon. Miss Lawson. Der Allianz möchte Ihnen ihren Dank für Ihre Unterstützung aussprechen. Mit den Informationen über Cerberus, die Sie uns zukommen lassen haben, konnten wir über geplante Überfälle auf unsere Versorgungskonvois umgehen. Wir würden Ihnen ja zusätzliche Ressourcen anbieten, aber uns wurde mitgeteilt, dass Sie mittlerweile über einen privaten Jäger der F-Klasse verfügen und sich mit früheren Kollegen zusammengetan haben. Außerdem scheint es so zu sein, dass mehrere Cerberus-Basen von privaten Spezialeinsatztruppen angegriffen wurden, da keiner bekannten Gruppierung angehören. Die Allianz kann derartige Operationen offiziell nicht gutheißen oder auch nur bestätigen, dass sie überhaupt stattfinden. Viel Glück, Miranda Lawson. Wie geht es Ihnen, Liara? Nervös, verängstigt, begierig loszuschlagen, aber auch froh hier zu sein. Und ich bin bereit, wann immer Sie es sind, Shepard. Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung bereits dreimal überprüft. Siebenmal, Dr. Tesson. Halten Sie mich auf, wenn ich es das achte Mal versuche. Sagen Sie einfach nur Bescheid. Der Unbekannte glaubt, er sei bereit für uns. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Wir schaffen das, Shepard. Wir schaffen das, Shepard. Okay. Das ist... One moment in time. Oh. Oh, oh, wir haben nur... Ich wollte mich nur verabschieden und dann... Also... Muss sich einer meiner Kiefer in Ihrem Helm verhakt haben? Das könnte zu einem Riss geführt haben und ich habe ihn gebeten, mal nachzusehen. Naja, Sie wissen schon, wegen des Infektionsrisikos. Wir wollten ja nicht die Mission gefährden. Also... Genau. Süß. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke, es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle der Reaper und lange Zeit mein Arbeitgeber. Und jetzt ist sie unsere einzige Chance auf den Sieg. Ich denke, wir sollten sie nach Hause bringen, Shepard. Die Erde wird entweder zum Schauplatz unseres Sieges oder eine Ruine, über die sich der nächste Zyklus den Kopf zerbricht. Pila Selai, Shepard. Im Moment nicht. Süß, die beiden. Ja, ja. Selbst der große Garrus sagt, ja, da muss ich mal Kiefer in ihrem Helm verankert haben. Schön. Sehr schön. Eilmeldung. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht,
bewerben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Und wir reden sogar einmal mit ihr direkt. Was gar nichts bringt. Das ist... Eieiei. Es ist so unfassbar. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Und Commander, was immer heute auch geschieht, es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Das ist so unfassbar. Diese Crew. Diese Leute. Die haben mich halt über alle Mass Effect Teile begleitet. Die haben mich, also ich habe sie richtig ins Herz geschlossen. Stunden, wie viele Stunden haben wir mit den Leuten verbracht in allen Teilen? Und jetzt bringen wir es zu Ende. Wurde auch Zeit, dass sie mal ein bisschen lockerer werden. Ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Es macht höchstens Sodbrennen. Im Ernst, könnten wir nicht wenigstens einen anständigen Tequila besorgen? Sie sind der Nachschubspezialist. Nur zu. Cortez? Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Ja, und Esteban hat bei der Jungfrau in Nöten den Helden gespielt. Sie kennt doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Sir. James. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen für alles, was sie getan haben. Ab geht's zur Erde. Ich kann das eigentlich nicht glauben, immer noch nicht. Das ist für mich so ein Moment, an dem ich nicht sagen kann, ich will jetzt aufhören. Es ist ein Moment, es ist der schönste Moment und die ganze Galaxie ist von den Reapern. Die Citadel ist weg und hier ist der lokale Cluster. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral. Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten.
Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Oh Gott, wen nehme ich denn jetzt mit? Das ist wahrscheinlich die schwerste Teamentscheidung, die ich jemals getroffen habe. Also, ich schließe mal aus. Tali und Garrison nehme ich nicht mit, weil die sind ein Paar. Genau wie Edie und Joker. Yavik und James sind mir zu langweilig. Also wird es Ashley. Und Leawa. Wir sind bereit. Oh Mann, das ist so unfassbar. Nähern uns Soulportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Alter. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Quarianer. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff.
An alle, es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach. Angriff! Bestätige. Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Sieht nicht mal aus wie die Erde. War der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Und wie wollen wir das machen? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter Ihnen! Jetzt! Los! Los! Fuck. Auf der Erde. Sie abholen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Prozess Ende. Also gut, dann weiter. Er hätte das zu Beginn von Mass Effect 3 1 gedacht.
dass sie jemals wieder auf die Erde kommen. Das ist so unfassbar. Ich kann halt einfach nichts treffen, ne? Wow. Keine Kosten sind mir jetzt so hoch. Bisschen schwer. Wir haben halt hier gar keine Kampfzone, ne? Jetzt! Los! Los! Verdammt, ich kann hier nicht bleiben. Naja. Es ist aber gerade mal vorbei. Ich kann nichts treffen, keine Chance. Yes. Los, los! Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, Sir. Wir haben die Abwehrung erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden, Prozess Ende. Vor allem, wenn dieses Ding feuert, dann ist es immer vorbei. Ach du Kacke. Ja, es sieht nach einer Möglichkeit gerade aus. Jetzt. So. Sauber. London ist das. Ach du Scheiße. Das ist ja der Big, das Big Ben. Der Big Ben? Ich weiß gerade gar nicht, was er für einen Artikel hat. Alter, wir können hier nicht bleiben. Das ist brutal. Gott, das sind keine Munition. Erste Waffe leer. Puh. Nochmal. Ach ja. Haben wir ja nicht. Ach du Kacke. Eieiei. So, ein bisschen Munition, ja. Oh Gott! Ach du Scheiße. Okay.
Ja, wir versuchen unser Bestes. Vorsicht, da kommen Rohlinge. Na, Heilige. Ja, wir haben noch nicht genügend Probleme. Nee, nee, nee. Nee, ich kann, ich muss hier und dann. Wenn da Rohlinge sind, muss ich direkt Panzerbrechen da draufhauen. Da, ich sehe sie. Wow! Ich sehe halt nix, ne? Wow! Wo sind die Rohlinge? Ach, da! Na, heilige Wunderbarkeit. Zum Glück ist er tot. Dieser Kampf wird echt kein leichter sein. Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht lang. Mhm. So, wir gehen da hin. Hier sind einfach zu viele. Wow, fuck. Nicht gut. Okay. Zu alten Waffen greifen. Was los? Eieiei. Da rein. Wir haben, sind schon weit gekommen, Leute. Wir werden jetzt nicht scheitern. Oh, ich glaube, wir mussten doch da rein. Nee, doch nicht. Müssen wir doch die Straßenleiter entlang? Ah, London sieht auch schon nice aus. Ich versuche sie, ihn vom Leib zu halten. Vorsichtig, Cortez. Oh Gott. Ach, da. Ah. Naja, man musste erst das Richtige sehen. Wow. Verdammt. Ich bin getroffen. Alles in Ordnung. Sind Sie sicher? Ab in Sicherheit. Was immer Sie sagen. Ich will nicht noch mehr Leute in diesem Krieg verlieren. In diesem sinnlosen Krieg, der bald zu Ende ist. Eigentlich keine Opfer mehr kosten darf. Wow, da war irgendwas Dickes. Ich befürchte, es war irgendwie ein Schwärmer. Genau wie vermutet. Naja, vielleicht wäre der Begriff befürchtet passender. Nein,
warte, das bringt gar nichts. So, schon besser. Oh, Kacke. Nein, 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 nein. Mist. Scheiße, Mann. Das war ich kacke gerade, natürlich. Na komm. Und weiter. Ah, das macht's echt nicht einfacher. Na. Aber Kissen auf dem linken Arm vom ganzen. Oh wow! Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Wow! Wie gut, dass die jetzt zu uns kommen. Ist das der Buckingham Palace gewesen? Ich glaube, das Gefühl zu haben, dass es so aussah. Ne, ich kann nichts treffen. So kann ich nichts treffen, wenn das Ding schießt. Keine Chance. Null. Ich hätte mir was Bequemeres zum Anziehen sollen. Noch. Ich sehe nix. Ich kann so nicht schießen. Null Chance. Null Chance. Das muss man immer abwarten, die Dinger. Wenn das Ding wenigstens nicht alle 0,0 Millisekunden schießen würde, wäre ich ja ganz erfreut, ne? Hätte nicht mehr viel gefehlt, dann hätten wir keine Muni mehr gehabt. Medikit. Eine M9. Los jetzt! Feuern Sie dem Ding direkt in den Hals! Boom! Fuck that shit. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Bereit machen zur Landung. Ist da jemand? Komm! Wir brauchen eine Exfiltration! Überleben? Achtung! Na. Und weiter. Wir haben das ja alles überstanden. Hier, Commander Shepard, gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Dann schaffen wir nämlich auch den Rest ganz einfach. Hacke. Und los. Okay, perfekt. Oh Gott. Nee, ich glaube, die andere Waffe ist doch besser. Wir schaffen das. Ja, wie wir bisher alles geschafft haben. Ich glaube an euch. Ich glaube an die Menschheit. Oh, fuck. Ich muss mich heilen. Kacke, sind das viele.
Oh. Versuche mein Bestes. Wie soll das denn möglich sein? Wow. Ich habe wieder mein Schild verloren. Ich weiß nicht von wo. Ich kann mich nicht decken. Mann, ey, was soll denn so eine Kacke, Mann? Boah, nee, ne? Ey, das ist Kacke. Das ist richtig beschissen. Nee. Ey. Nee, das ist sowas. Ist beschissen ist das. Ganz im Ernst. Sowas ist dreckige Kacke, Mann. Jetzt habe ich hier die Granate. Ich werde gleich wieder sterben, sage ich dir. Ja, ich bin tot. Sowas macht einen echt aggressiv. Ganz im Ernst. So richtig. Weil das so richtig dumm ist. Achtung. Hier ist Commander Chef. Nee. Also langsam denke ich mir gerade mal, ich will das nicht beenden. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen, das weiß ich. Tja, dann habt das Spiel das nicht besser gewollt, dann muss ich das halt wieder auf leicht stellen. Tut mir leid. Tja. So viel zum Thema Spiel, Spaß und Fairness. Was habe ich bei diesem beschissenen Servus-Ding nochmal gesagt? Man darf solche Situationen nicht verkacken, ganz im Ernst. Sowas darf BioWare nicht zu schwer machen, weil das einfach beschissen dann ist, wenn das passiert. Mal so ganz im Ernst, wer denkt sich denn so eine Kacke sonst aus? Hier ist Commander Shepard. Gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Mein Hemd, ne? Ich reiß mir das gleich auf vom Leib. Das macht die ganze Zeit nur Probleme. Alter! So, weiter. Ach komm, willst du mich verarschen? Ja, aber ganz in deinem Ernst. Muss ich dir wieder mal deinen schönen Asari-Arsch retten. Alter. Inne. Gehst du denn diese Scheißdeule, Mann? Euer Schuss, ja, ich merke, wie ihr mir gar nichts gibt. Ich bin tot, Mann, was soll diese Scheiße, Mann? Alter. Nee, ich stell's auch nicht mehr auf leicht rum. Ganz Ärzte, ich mach den ganz verfickte Missgeburtenkacke jetzt auf leicht. Boah, halt deine Fresse, du dreckiger Spasti. So. Hier ist Commander Shepard. Machen wir es mal wieder auf freundlich. Was sind denn das auch für Stufen zwischen denen? Hier erschießt sich so ein Ding in ein paar Millisekunden, ne, weißt du, und auf normal reicht nicht mal ein ganzes Magazin von der SMG aus. Hallo? Balance? Hat das Spiel das schon mal gehört?
Ich bezweifle nämlich langsam gar nicht mehr. BioWare denkt sich, Johnny spielt das Leiber mal und Melodie da. Hey. Schade eigentlich. So. Ja, bei wie vielen Leuten? Bei 1 Milliarde von den Dingern? Hier drüben! Puh, das war knapp. Bringen Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander. Oh. Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Die hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates, dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne sie und ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Und nichts anderes. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Das haben wir dem Commander zu verdanken. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Ich dachte auch, es wären inzwischen mehr von Hammer da. Viele werden es nicht schaffen. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Ich bin ein Soldat wie Sie.
Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten Ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Puh. Mit Admiral Anderson reden. Wir laufen hier gerade auf der Erde rum. In London. Etwas, was wir uns, glaube ich, nie erträumt hätten. Ashley? Hey. Soweit alles in Ordnung? Unruhig. Alles hängt jetzt davon ab. Haben wir eine Chance? Es gibt Hoffnung. Sie hat uns so weit gebracht. Und Sie haben das möglich gemacht. Ihretwegen sind wir hier. Es war nicht nur ich. Es waren wir alle. Weil Leute wie Sie mir immer aufgeholfen haben, wenn ich gestolpert bin. Sie haben mich unzählige Male gerettet. Fast so oft, wie Sie mich gerettet haben, großer Held. Wir hatten einige große Kämpfe, Shepard. Und ich meine nicht nur die auf dem Schlachtfeld. Sie haben immer für Ihre Überzeugung gekämpft. Sie sind eine Überlebenskünstlerin. Hoffentlich stimmt das. Todesgruß und Todeskuss. Falle, was da fallen muss. In den Höllenrachen, ins Todestal. Ich will nicht, dass Sie gehen. Ich liebe dich, Shepard. Ich liebe dich auch. Bereit? Bereit. Dann bringen wir es einfach hinter uns. Aye, aye, Captain. Es müsste nicht noch Liara dann hier sein. Ich würde es fast vermuten. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jacob, halten Sie durch? Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Bitte mit Miranda. Miranda Lawson. Moment, ich verbinde Sie. Commander, hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Ihre kleine Party störe. Überhaupt nicht. Geht's besser? Viel besser. Die Lametta-Träger der Allianz haben mein Hilfsangebot nur zögernd angenommen. Aber Sie können nicht wählerisch sein. Freut mich, dass Sie dabei sind. Shepard, ich möchte mich verabschieden. Verabschieden? Sollten wir tatsächlich beide überleben, wird alles anders sein. Natürlich wird es das. Aber wir machen die Bedingungen. Bis jetzt sind wir immer weggelaufen. Das muss aufhören. Ich verstehe. Das ist kein Abschied. Sie müssen daran glauben, dass es nicht vorbei ist. Wenn Sie das sagen? Okay, es ist nicht vorbei. Gut. Und Miranda? Ja. Vorsichtig sein. Sie auch, Shepard. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Mit Earth, not Grunt. Grunt. Moment, ich verbinde Sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grunt. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Die Kompanie Aralak ist einsatzbereit. Haben Sie genügend Munition? Oh ja, ganz bestimmt sogar. Verstanden. Shepard. Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grunt. Es war mir eine Ehre.
Mir auch, Shepard. Okay, Grunt Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Mit Said. Said Massani. Moment, ich verbinde Sie. Ich dachte schon, Sie würden es nicht schaffen, Shepard. Zum Glück habe ich mich geirrt. Bei Ihnen alles okay, Said? Ja, ja. Hoffentlich haben Sie eine richtig gute Ansprache, die alle motiviert. Die könnten wir brauchen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Was Sie nicht sagen. Irgendwie fühlt es sich gar nicht wie ein richtiger Bodenkrieg an, wenn die Gegner größer sind als verdammte Wolkenkratzer. Aber es bringt nichts, darüber zu reden. Ich bin einsatzbereit, wenn Sie es sind. Zerlegen wir die Schweinehunde. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Mit Cortez. Steve Cortez. Moment, ich verbinde Sie. Commander, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass das auch für Sie gilt, Cortez. Ich will auf meinen Piloten nicht verzichten. Dafür entschuldige ich mich. Es wurde zu heiß und ich musste weg. Ich dachte, ich drehe noch eine Runde und komme dann zurück. Naja, es war keine meiner Glanzleistungen. Mit meiner alten Trident hätte die Sache anders ausgesehen. Wichtig ist, dass wir das Flakgeschütz ausgeschaltet haben. Absolut. Und jetzt sind die Reaper dran. Das ist der Plan. Wir schaffen das. Zum Glück bin ich dabei. Und Commander, danke, dass Sie mir den Glauben zurückgegeben haben. Sonst, es hilft, wenn man wieder einen Sinn im Leben sieht. Wachsam bleiben, Cortez. Jawohl, Sir. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Mit Samara. Samara. Moment, ich verbinde Sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in Ihre Schlacht ziehe. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren. Nur an Ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen Sie wohl überlegt sein. Leben Sie wohl. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Puh. Jetzt nochmal mit allen geredet zu haben, das war gut. Was, wo? Ach, da ist Anderson. Nee. Ich muss da schon hoch. Ach, da. Eieiei, das wird was. Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Erinnern Sie Reef daran, dass er sich entsprechend verhalten muss, wenn er wieder ein Teil der Galaxie werden will. Sie können ruhig verraten, dass ich das gesagt habe. Shepard. Das ist dann wohl... ein Anfang. In alten Zeiten. Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel, eine halbe Stunde bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht. Also ducken Sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard. Verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben.
Primarch Victus. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Ja. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet! Alles geschützt! Ja, ja. Jetzt nochmal gegen die Reaper kämpfen. Auch wenn es nur eigentlich Husks sind. Ein Anblick, den ich gerne vergessen könnte. Denn niemand wird uns besiegen. Vor allem nicht die Reaper. Wow. Liawa? Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Mir fällt ganz bestimmt in 5 Minuten was Schlaues ein. Ich habe etwas für Sie, Shepard. Ein Geschenk. Dauert nur einen Moment, wenn Sie es wollen. Was für ein Geschenk? Weißt du noch, als ich mein Bewusstsein mit deinem verbunden habe? Ich kann dir einige meiner Erinnerungen zeigen. Asari tauschen sie manchmal aus. Mit Freunden oder Leuten, die sie respektieren. Es kann auch eine Form von Abschied sein. Es wäre eine Ehre. Augen zu machen. Ich danke für alles. Lassen Sie uns tun, was getan werden muss. Genau so ist es. Wie ist dein Zustand? Er blutet. Da ist sehr viel Blut. Sein Bein wurde unterhalb des Knies weggesprengt. Okay, versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Nein, gar nichts. Wir sitzen unter einem ausgeräumten Highway. Dann nehmen Sie Ihre Bluse, reißen Sie einen Ärmel ab und... Moment, da kommt was in unsere Richtung. Warten Sie. Moment. Okay. Sie sind in unserer Zeit. Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Fällt so viel Blut. Nochmal.
die Turianer machen. Und die Quarianer. Arbeitet mit ihnen zusammen. Aber merkt euch ihre Taktiken. Studiert ihre Formationen. Man weiß nie, wann wir ihnen mal einen kleinen Besuch abstatten. Bis dahin zeigen wir ihnen unsere Taktik. Sieg um jeden Preis. Ja, weg. Commander? War es zu Ihrer Zeit auch so schlimm? Schlimmer. Ich habe gehört, was der Kroganer zu seinen Männern gesagt hat. In unserem Zyklus kamen die Spezies nicht zusammen. Es wurde nicht zur Schlacht gerufen. Ich beneide sie. Wirklich? Es ist nicht mehr viel übrig. Die Zukunft ist immer noch da. Mein Volk konnte nie sagen, dass es den morgigen Tag geben wird. Nur wenn wir heute siegen. So weit hat es noch nie jemand geschafft. Ihr Weg war lang, Javik. Länger als bei jedem anderen hier. Und ich freue mich darauf, meine Mission zu erfüllen. Aber Sie sind jetzt der Avatar dieses Zyklus. Das Symbol für den Sieg. Nicht nur für die Menschen, Turianer oder Proteaner. Für alles Leben. Alle Seelen, die je existiert haben, beobachten sie jetzt. Schön. Das nimmt natürlich den Druck von mir. Zaudern Sie nicht. Es gibt keinen Sieg ohne schwere Entscheidungen. Ich weiß. Ich habe schon viele getroffen. Es könnten noch mehr kommen. Aber ich weiß, dass Sie es für uns alle durchziehen werden. Um jeden Preis. Wenn wir es wirklich schaffen, was machen Sie danach? Mein ganzes Leben kreiste nur um den Krieg. Ich würde gerne wissen, wie der Frieden aussieht. Die Galaxie ist groß. Vielleicht schreibe ich ein Buch mit der Asari... mit Dr. Tassoni. Mit dem Titel Reisen mit dem Proteaner. Das würden Sie tun? Ich brauche Arbeit. Reaper kann ich ja keine mehr töten. Ich danke, Commander. Dass die letzte Stimme der Proteaner gehört wurde. Es war mir eine Ehre. Eieiei. Shepard, wir dachten, wir schauen mal vorbei und helfen ihnen, den Menschen den Arsch zu halten. Und dafür hätte ich gerne das Gebiet, das sie Australien nennen. War ein Witz. Vorerst. Eva ist nicht mehr da, um mich herumzukommen. Australien kann er gerne haben, wenn wir dafür die Reaper besiegen. Was ist mit dieser Zone? Wir könnten sie umkreisen und mit Verstärkung überfluten. Vergessen Sie's. Ich war 3 Tage in dem Sektor. Ich saß in Big Ben fest und habe alles erschossen, was sich bewegt hat. Es ist eine verdammte Todesfalle. Nennen Sie mir einen Ort in dieser Stadt, der keine ist. Das ist wohl wahr. Charlie. Gleich. Erfolgt der letzte Vorstoß. Alles okay? Ich dachte, das würde ich Sie fragen. Shepard, ich habe Sie als Jugendlicher auf Pilgerreise unterstützt. Und dann als die Normandy ein Cerberus-Schiff war. Was wäre ich für eine Freundin, wenn ich jetzt aussteige? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Alles okay? Wie ging es Ihnen damals bei der Landung auf Runoch? Stellen Sie sich vor, das wäre keine uralte Geschichte, sondern erst vor wenigen Monaten passiert. Und Sie sehen es in diesem Zustand. Wir müssen es schaffen. Werden wir. Was auch geschieht. Ich bin stolz, dass ich bei Ihnen war, Captain. Es war mir eine Ehre, Talisora was Normandy. Für die Admirals war dieser Name früher ein Schandfleck. Und dann half uns die Normandy bei der Rückeroberung unserer Heimat. Zeit, mich zu revanchieren. Edi? Shepard, ich habe eine Frage. Eine große oder eine kleine? Sie ist wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte sie weniger Relevanz. Dann los. Die Reaper haben bei dieser Schlacht keinen Grund, nicht alles gegen uns einzusetzen, was sie haben. Ihre Streitkräfte sind verschanzt. Sie haben mehr Feuerkraft und sind uns zahlenmäßig überlegen. Daher meine Frage. Wie kommen Sie darauf, dass wir die Röhre überhaupt erreichen?
Die Reaper haben die Citadel. Sie glauben, sie haben gewonnen. Die beste Zeit für einen Angriff. Wenn sie Spione oder so etwas haben, verlieren wir das Überraschungsmoment und dann vermutlich auch die Schlacht. Haben Sie Angst? Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher als bei allen bisherigen Plänen. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie Angst? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel, Edie. Sie verstehen, was zu tun ist oder nicht. Ich verstehe, was wir erreichen müssen, Shepard. Die Reaper haben tausende von Zivilisationen vernichtet. Aber unsere haben sie nicht vernichtet. Und das werden sie auch nicht. Ich hätte es nicht besser sagen können. Zeit zum Losschlagen. Shepard, es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Der Unbekannte hat meine Herstellung vor Jahren befohlen. Jeff hat mir erlaubt, selbst zu denken. Aber erst jetzt fühle ich mich lebendig. Das verdanke ich Ihnen. Danke, Edie. Admiral Anderson. Commander? Admiral? Ich gehe den Lagebericht durch. Wie sieht's aus? Keine 40% von Hammer haben sich gemeldet. Da kommen sicher noch mehr. Bis auf einige Nachzügler ist der intakte Teil von Hammer größtenteils angekommen. Wir sind so bereit, wie es nur geht. Los. Mit jeder Minute hier gewinnen die Reaper an Stärke. Ganz meine Meinung. Bataillonsführer, Meldung ans HQ. Es war schwer herzukommen. Aber jetzt beginnt der härteste Teil unserer Mission. Wir müssen mitten ins Herz des Reaper-Gebiets vorstoßen, ihre Verteidigung umgehen und es bis zu diesem Strahl schaffen. Was für eine Verteidigung? Es wimmelt dort von Reaper-Truppen. Aber unsere größte Sorge ist der Zerstörer, der den Strahl selbst beschützt. Kann sich darum die Luftunterstützung kümmern? Negativ. Irgendeine Interferenz. Wir müssen ihn vom Boden aus ausschalten. Sie haben einen Streifen durch die Stadt gelegt. Niemandsland. Da müssen wir zuerst durch. Auf der anderen Seite gibt's begrenzt Deckung, aber sicher auch schweren Widerstand. Wir müssen unsere Panzer herbringen. Wenn wir nah genug rankommen, können wir das Ding vielleicht ausschalten. Wie groß ist die Chance? Sie wissen, dass wir kommen. Für viele von uns gibt's keine Rückfahrkarte. Aber Rückzug kommt nicht in Frage. Immer voran, um jeden Preis. Verstanden? Tuja! Jawohl, Sir! Johnson, Coates, Sie beide koordinieren die Artillerieeinheiten. Shepard, ich schick Sie mitten rein, wo der Widerstand am heftigsten ist. Unterstützen Sie die Panzer. Aber bleiben Sie am Leben. Ich brauche Sie für den Vorschuss zum Strahl. Sie haben eine Minute. Wählen Sie Ihre Gruppe sorgfältig aus. Dieser Krieg hat uns nur Schmerz und Leid gebracht. Aber er hat uns auch verbunden. Als Soldaten, Verbündete, Freunde. Dieses Band zwischen uns ist etwas, das die Reaper niemals begreifen werden. Es ist mächtiger als jede Waffe. Stärker als jedes Schiff. Es kann nicht zerstört werden. Die nächsten Stunden entscheiden über das Schicksal der ganzen Galaxie. Jede Mutter, jeder Sohn, jedes Ungeborene. Alle vertrauen ihnen, damit sie siegen und ihre Zukunft sichern. Eine Zukunft ohne Bedrohung durch die Reaper. Fassen Sie Mut. Sehen Sie sich um. Sie kämpfen nicht allein. Wir stellen uns dem Feind gemeinsam und gemeinsam besiegen wir ihn. Alter.
Ich bleib trotzdem, glaube ich, bei Ashley und Lee, aber. Fuck, 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 fuck. Das ist doch. Alter, ich will das nicht. Aber ich muss. Ei. Los. Ja, genau, jetzt wird mir gezeigt, dass ich mich mit der Waffe zielen soll. So, und ich würde sagen, bei Ashley fehlt eigentlich nur noch ein Wort. Ashley, willst du mich heiraten? In guten wie in schlechten Zeiten, auf dass der Tod uns scheidet. So. Wir werden es schaffen. Wunderbar. Hei. Oha. Wir werden es schaffen. Wir rücken immer weiter vor. Oh fuck. Hallo. Wir werden alles besiegen. Auch das Unmögliche. Kann gar nicht so viel sagen bei diesem Kampf auch. Das ist halt einfach echt episch. Ich glaube, jedes Wort, was ich sage, zerstört Stimmung. Oh fuck. Jo. Versuch mein Bestes. So. Tun unser Bestes. So, Munition einsammeln und los. Die brauchen unsere Hilfe da oben. Was ist denn das? Wir sammeln überall diese Türen. Wow. Immer vorrücken. Das ist der Anfang und das Ende.
Und wenn jetzt die Welt unterginge. Und die Berge im Meer versenken. Dann will ich dabei gewesen sein. Ich weiß nicht, wie der Psalm 46 weitergeht. Eieiei. Huch! So. Weiter hoch. Wir werden hier draußen abgeschlachtet, Commander. Wir sind auf dem Weg. Es wird nicht weiter mehr was passieren. Oh fuck. Jetzt weniger. Ach komm. Wow, 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 wow. Es wird keiner mehr sterben. Nicht unter meiner Führung. Okay, da ist die irgend so eine Batterie. Oh fuck. Wie lange sind hier schon die Reaper, wenn das schon skelettiert ist? Also gut, Männer, Augen aufhalten. Die Gebäude los. Geben uns Deckung, aber der Feind kann sich besser verstecken. Wow. Na. Versagen ist keine Option. Wir müssen immer weiter. Wow, das sind eine Menge Marodeure. Esche, du kämpfst aber schon, ne? Ah, sehr gut. Denn auch verlieren ist keine Option. Ficken sie einen anderen Weg und ich dachte mir so, yo, auf jeden Fall. Kein Problem. Oh. Wo? Ach da, ah. Hallo? Oh, 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 Kontakt! Na, wunderbar. Ihr Delta, wir werden überrannt. Miesere Position. Ah! Verdammt nochmal. Es darf nicht so weitergehen. Es soll für immer enden. Oh, fuck. Oh, oh. Wow. Wow. Ja, aber tanzt schon auf dem Schrank. Soweit sind wir zwar noch nicht, aber... Naja, eigentlich müssen wir daran glauben. Wir werden es schaffen, keine Sorge. Nicht zweifeln. Wir sind schon weitergekommen als alle vor uns. So, ein kleiner Reaper-Zerstörer hält uns nicht auf. Und weiter. Wow. Alle die Hälfte unserer Kompanie ausradiert. Feuern verbliebene Raketen
Einfach feuern. So, los. Ich will nicht sagen, dass ich den Kampf wegen ein paar Munitionskugeln verliere. Oh, fuck. Aber das ist eng. Soll der Feind ruhig wütend werden. Wir werden ihn besiegen. Wie sollen wir dieses Ding bloß ausschalten? Wir warten, bis es ganz nah ist. Und feuern dann mit allem, was wir haben. Unsere Zielsuchsysteme sind gestört. Verstanden, unsere Techniker sind dabei. Oh. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Strahl zu tun. Oh, fuck. Aber wir werden den Strahl ja schließlich besiegen. Okay, das ist der falsche Weg gewesen. Ich bräuchte jetzt mal lang. Oh, okay, so viel zum Thema langsam Munition. Oh, shit. Komm in. Wow! Ganz, ganz, ganz schlecht gerade. Nein, nicht zurückziehen. Wir müssen nach vorne preschen. Aber wir. Wow. Die Panzer! Beschützen Sie die Panzer um jeden Preis. Ohne die Raketen haben wir keine Chance. Ihre Ziele sind Bunker, Evakuierungsshuttles, Notfalldienste, Kraftwerke, Bürger. Sie wollen weniger die Infrastruktur vernichten, sondern hauptsächlich die Bevölkerung. Wir müssen die üblichen Evakuierungspläne modifizieren. Das konventionelle Vorgehen ist nicht ausreichend. Dabei gibt es nur noch mehr Opfer. Bilden Sie kleine Gruppen, bringen Sie Überlebende aus der Stadt, verteilen Sie die Menschen so weit wie möglich. Sieht immer schlimmer. Nicht harmloser. Aua. Ich dachte schon, es wäre irgendein Salarianer, der lang läuft. Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, wo diese Batterie ist. Wir greifen einfach alles an wie bisher. Es ist möglich, Leute, einen Zerstörer zu zerstören. Da ist die Artillerie. Aber die Kompanie wurde aufgelöscht. Commander, hören Sie mich? Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenziel-Suchsystem. Wir treffen den Zerstörer, aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt! Edi, hören Sie mich? Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandie verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandie öffnen. Wird gemacht. Okay. Das würden wir, werden wir wohl hinkriegen. Go. Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe.
Das hört sich gut an, Commander. Warten wir es ab. Hammer, hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben es gehört. Bereit machen. Da sind sie. Wow. Jetzt geht's in die finale Phase. Husks. Dadurch nicht aufhalten lassen. Immer in Deckung bleiben. Oh, das ist knapp. Wow! Eieieiei. Die kommen immer näher, aber sie werden uns nicht treffen. Sie werden uns nicht vernichten. Und ich muss niesen. Heilige Maria. Nur so ein Nieser im Krieg muss auch mal sein, ne? So, Leute. Weiter. Wow. Das hört sich schon ziemlich nah an. Ist der Marodeur? Mit dem Marodeur erledigt? Commander, wir haben versucht, sie aufzuhalten. Aber sie haben unsere Trucks zerstört. Unsere Stellung wird überrannt. Ihre linke Flanke ist offen. Sie kommen in ihre Richtung. Tut mir leid, Sir. Achtung, Leute! Da kommen noch mehr! Verdammt! Wir sollten unsere linke Flanke decken! Ja, und sie sollten hier weg, Liaba. Das könnte sonst ungemütlich werden. So, los, weiter. Oh Gott, eine Banshee. Ich bin weg. Wir sehen uns dann im anderen Spiel. So. Ich treffe nix. Was ist denn das? Ne, sie müssen näher kommen, damit wir irgendwann Effizienz haben. Wow. Ich habe eine Idee. Alles drauf. Deckung. Da ist noch einer. Okay, Warp. Los, und die Deckung. Waffe wechseln und weitermachen. Was schafft ihr? Ihr schafft gar nichts. Ihr seid feige, verlierende Synthetikwesen. Commander, Zielerfassung umprogrammiert. Raketen können abgeschossen werden. In Ordnung. Sie haben es gehört. Zurück zum Truck. Was sind jetzt? Habe ich einen Raketenwerfer? Ey. Los. Zielsuchsystem verbessert. Feuer! Kontere Interferenzen. Hat sie getroffen? Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben nicht mal eine Delle gemacht. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Bei der Göttin. Noch mehr? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Da kommen sie. Ganz so ist es. Wir werden es schaffen. Wow, aber ich werde so ruhig ist.
ich nicht darauf vorbereitet bin. In den Supermarkt. In den Aldi. So. Hallo? Oh ja, 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 weiter, los. Nicht aufgeben. Egal was passiert. Wir sind so weit. Aufgeben ist keine Option. Nein, was tust du denn da? Shepard. Oh Gott, schieß. Oh fuck. Los, 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 weiter. Eieiei. Puh. Ja, aber wo bist du? Ich will dich hier. Aha. Na, noch ein Panzerrohling. Oh oh. Aber das kriegen wir hin. Alles drauf, was wir haben. Ist weg. Haben wir geschafft. Gute Arbeit. Wow. Banshees. Weiter. Oh, fuck. Alle drauf. Na. Ach, du Kacke. Da ist noch eine. Alles drauf konzentrieren. So, weg. So, ich packe hier auch mal die panzerbrechende Munition drauf. Ich hab dich. Wow, 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 es geht weiter. Es wird nie harmloser. Oh shit. Ja, aber soll das Ende schon bitte miterleben? Ne. Ich kann nicht rennen heran, ist das Problem gewesen. Ja gut. Los. Weiter runter mit der Panzerung. Entdeckung. Zerstörer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Verstanden, Lady. Wow. Wir können nicht mehr länger warten. Die beste Offensive. Nee, die beste Defensive ist Offensive. Ich hoffe es. Feuer! Er geht runter! Feuern Sie aus allen Rohren! Zerstörer neutralisiert.
Gute Arbeit, Edie. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Verstanden. Shepard, hier drüben. Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Klar wird es das. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Rausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut, dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf den die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Nur eine Handvoll, was? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemand schafft's allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Scheiße. Wir müssen zur Röhre. Wow. Zickzack laufen, wie beim Dinosaurier. Wow. Ich komme ziemlich vor bei diesen Strahlen vor teilweise. Ja, ziemlich beschissen, jetzt noch zu sterben. Scheiße, los! Evakuierung, sofort! Wir leiden hier ohne schwere Verluste, Commander!
müssen weg von hier. Ich liebe dich. Commander. Jetzt keine Diskussionen, Ash. Verdammt, ich schaffe das. Du kannst das. Egal, was heute hier passiert, ich werde dich immer lieben. Shepard, ich... Los! Wir schaffen das, Shepard. Der Tod ist keine Option. Das wissen Sie. Wir werden das zu Ende bringen. Anderson. Auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay?
Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde und hier oben werden die Leute verarbeitet. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Die Röhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Was ist das hier? Oh. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Aber die Keeper sind immer noch hier. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. So viele Menschen. So viele Leben. Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüberzukommen. Gehen Sie nicht zu weit voraus. Oh Mann. Hab gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Machen Sie, Anderson. Verdammt. Verdammt. Kann doch alles nicht sein. Anderson. Da ist er. Aber was ist das? Anderson. Sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über sie, falls nötig. Sie kontrollieren sie? Das glaube ich nicht, Admiral. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören. Aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen sollen. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... Nur, wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein, das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen.
Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Ein alter, sturer Soldat, der die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Und wenn Sie sich irren? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann! Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht, stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Lassen Sie uns gehen. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Wieso kann ich nicht? Sie sind nicht mehr Sie selbst. Sie wurden übernommen. Nein! Sie haben versagt! Und Sie werden als eine meiner größten Enttäuschungen sterben. Ja, die Erde. Ich wünschte, Sie könnten sie sehen wie ich, Shepard. Sie ist so perfekt. Das war's, Leute. Die Arme öffnen sich.
Shepard, Commander. Ich... Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tigel feuert nicht. Es muss irgendwas auf Ihrer Seite sein. Commander Shepard! Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Commander! Wachen Sie auf! Was? Wo bin ich? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Aber wie? Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Die Lösung wofür? Das Chaos. Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Sie sagten, Sie sind der Katalysator, aber was sind Sie? Ein Konstrukt, eine Intelligenz, geschaffen vor Äonen, um ein Problem zu lösen. Ich sollte Gleichgewicht bringen. Katalysator sein für den Frieden zwischen organischen und synthetischen Wesen. Dann sind Sie nur eine KI? Ungefähr so, wie Sie ein Tier sind. Ich verkörpere die kollektive Intelligenz aller Reaper. Aber Sie wurden erschaffen. Korrekt. Von wem? Jemanden, der den ständigen Konflikt zwischen synthetischen und organischen Wesen erkannte. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Aber unser Streben endete im Konflikt, also war eine neue Lösung erforderlich. Die Reaper? So ist es. Woher kamen die Reaper? Haben Sie sie erschaffen? Meine Schöpfer gaben ihnen Form. Ich gab ihnen Funktion und sie gaben mir einen Sinn. Die Reaper sind eine synthetische Repräsentation meiner Schöpfer. Was wurde aus ihren Schöpfern? Sie wurden der erste echte Reaper. Es gefiel ihnen nicht, war aber die einzige Lösung.
Das sagten sie schon. Aber wo bitte lösen denn die Reaper irgendwas? Organische Wesen wollen mit synthetischen ihr eigenes Dasein verbessern, aber das hat Grenzen. Um sie zu überwinden, brauchen synthetische Wesen Evolution. Sie müssen per Definition ihre Schöpfer überflügeln. Daraus entsteht Konflikt, Zerstörung, Chaos. Das ist unvermeidbar. Reaper ernten alles Leben, organisch und synthetisch, und verhindern damit, dass der Konflikt es vertilgt. Wir führen jetzt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen Konflikt mit den Reapern, aber die wollen gar keinen Krieg. Das kann ich nur schwer glauben. Wenn Feuer brennt, führt es Krieg? Ist das ein Konflikt oder tut es nur, wofür es erschaffen wurde? Wir sind darin nicht anders. Wir ernten ihre Körper, ihr Wissen, ihre Schöpfungen. Wir bewahren sie für die Wiedergeburt als neuer Reaper. Wie reinigendes Feuer schaffen wir wieder Gleichgewicht. Neues Leben, organisch und synthetisch, kann wieder entstehen. Was wissen Sie über den Tigel? Das Gerät, das Sie Tigel nennen, ist kaum mehr als eine Energiequelle. Aber in Verbindung mit der Citadel und den Portalen kann es enorme Energiemengen in der ganzen Galaxie freisetzen. Es ist simpel, aber effektiv und anpassungsfähig. Wer hat es entworfen? Sie kennen sie nicht und für Erklärungen ist nicht genügend Zeit. Wir haben das Konzept für dieses Gerät vor einigen Zyklen erstmals bemerkt. Mit jedem Zyklus hat es sich ohne Zweifel weiterentwickelt. Warum haben Sie nichts unternommen? Wir dachten, das Konzept wäre ausgelöscht worden. Organische Wesen sind eindeutig findiger, als uns klar war. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als Sie ahnen. Dass Sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. Warum erzählen Sie mir das? Wozu die Hilfe? Sie haben die Variablen geändert. Was soll das heißen? Der Tigel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen. Aber ich kann sie nicht umsetzen. Wenn es eine neue Lösung geben soll, müssen Sie handeln. Es liegt jetzt in Ihrer Macht, uns zu vernichten. Der Tigel kennt keine Unterschiede. Alle synthetischen Wesen sind sein Ziel. Sogar sie sind zum Teil synthetisch. Was genau wird passieren? Ihr Tigel scheint größtenteils intakt zu sein. Trotzdem wird die Explosion nicht nur Auswirkungen auf die Reaper haben. Für sie wichtige Technologien werden betroffen sein. Aber die Überlebenden sollten das alles problemlos reparieren können. Es wird trotzdem Verluste geben, aber nicht schlimmer als bisher. Endet das den Krieg? Und die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen und das Chaos kehrt zurück. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es. Sie könnten mit der Energie des Tigels auch die Kontrolle über die Reaper übernehmen. Hatte der Unbekannte doch recht. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Aber ich kann... Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben.
Wie kann ich die Reaper kontrollieren, wenn ich tot bin? Ihr Körper wird aufgelöst, aber ihre Gedanken und sogar ihre Erinnerungen existieren weiter. Sie werden nicht länger organisch sein. Die Verbindung zu ihrer Art bricht ab, aber sie werden sich ihrer Existenz bewusst sein. Ich glaube, ich verstehe. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Sie können uns dann kontrollieren und nach Belieben lenken. Es gibt eine andere Lösung. Synthese. Und das wäre? Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tiegel. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Erklären Sie, wie meine Energie dem Tiegel hinzugefügt werden kann. Ihre organische Energie, die Essenz dessen, wer und was sie sind, wird aufgelöst und dann freigesetzt. Um was genau zu tun? Wird die Energie des Tiegels so freigesetzt, ändert das die Matrix allen organischen Lebens in der Galaxie. Organische Wesen erstreben Perfektion durch Technologie, synthetische Wesen durch Einsicht. Organische Wesen integrieren sich danach perfekt in synthetische Technologie. Und synthetische Wesen verstehen organisches Leben. Das ist die ideale Lösung. Jetzt, wo wir um diese Möglichkeit wissen, müssen wir die Synthese erreichen. Warum konnten Sie das nicht früher machen? Wir haben schon früher ähnliche Lösungen ausprobiert. Und sind immer gescheitert. Warum? Weil die organischen Wesen nicht bereit waren. Man kann so etwas nicht erzwingen. Sie sind vorbereitet und können diese Wahl treffen. Das ist eine große Veränderung. Ich weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also leben wir einfach weiter zusammen? Der Zyklus endet. Die Reaper beenden die Ernte und die Zivilisation in ihnen werden mit uns allen verbunden sein. Synthese ist die letzte Evolution allen Lebens. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden. Oh Gott. Ich brauche neue Ich kann nicht sprechen. Ich will eigentlich, dass die Reaper und das synthetische Leben vernichtet werden. Dass das Ganze ein Ende hat. Das war, glaube ich, die Lösung hier oben. Wenn ich sie richtig verstehe. Wir dürfen nicht das Leid weiterführen, dass die Reaper weiterleben. Wir dürfen nicht das synthetische Wesen weiterleben lassen. Organische Wesen aller Art müssen immer weiter existieren. So wie es die Welt, die Evolution, die Entwicklung, die Geschichte gewollt hat. Joker, hören Sie.
Der Krieg ist vorbei. Die Reaper sind besiegt worden. Entgegen allen Erwartungen haben wir die größte Bedrohung der Galaxie aller Zeiten überlebt. Wir hatten gewaltige Verluste. Die Portale sind schwer beschädigt. Aber wir haben gesiegt. Dieser Sieg gehört uns allen. Allen Männern, Frauen und Kindern. Allen Zivilisationen. Auf jeder Welt. Während wir nun die ersten Schritte des Wiederaufbaus einleiten, müssen wir daran denken, was uns der Sieg gekostet hat. Es war kein Sieg einer einzelnen Flotte, einer einzelnen Armee oder gar einer einzigen Spezies. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn wir unsere Streitereien lange genug ruhen lassen können, um etwas so Mächtiges wie die Reaper aufzuhalten, was könnten wir dann jetzt alles erreichen? Es wird dauern, aber wir können alles wieder aufbauen, was zerstört wurde. Unsere Häuser, unsere Welten, unsere Flotten und Truppen, all das und noch mehr. Zusammen können wir eine bessere Zukunft aufbauen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Eine Zukunft bezahlt mit dem Opfer all derer, die an unserer Seite kämpften und starben. Eine Zukunft, die viele niemals sehen werden. Und obwohl noch viele Herausforderungen vor uns liegen, können wir ihnen gemeinsam begegnen. Und wir ehren jene, die starben, um uns diese Zukunft zu geben. Das war Mass Effect 3. Das war das mega gigantische Ende von Mass Effect der gesamten Reihe. Und ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer es war eine mega Trilogie. Von der Story das eigentlich Beste, was ich in meinem Leben gespielt habe. Also ich glaube, etwas Mitreißenderes habe ich bei Computerspielen noch nicht erlebt. BioWare, ihr habt echt eine gute Arbeit geleistet, auch wenn ich meckern musste, aber das war einfach das Beste, was mir je passiert ist in dem Bereich.
finde, das Ende ist schön. Wir haben die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Ich kann noch nicht viel mehr sagen. Es hat Spaß gemacht und es war einfach super. Bis zum nächsten Teil. Bis... ich weiß nicht. Auf ein Erstarken des der Galaxie. Aller Rassen, aller Einheiten, jedes Einzelnen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und man sieht sich auch mal woanders.
danke, dass ihr dabei wart. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung, nur noch eine. Glückwunsch, dass sie die Reaper-Bedrohung beendet haben. Commander Shepard ist zur Legende geworden und sie können diese Legende noch weiter aufbauen. Es war eine lange Reise. Für Shepard und für das Team hier bei BioWare. Und genau wie Shepard hätten wir es nicht allein geschafft. Die Mass Effect-Trilogie begann als Vision eines kleinen Teams, aber über die Jahre ist sie gewachsen. Dieses Wachstum wurde genährt und in Form gebracht durch das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler-Community. Danke, dass sie diese Reise mit uns unternommen haben. Und wir freuen uns schon darauf, mit ihnen neue Abenteuer im Universum von Mass Effect zu erleben. Das Mass Effect Team. Bis dahin und tschüss.